Ja, hallo und willkommen zurück zu Myst Online Uro Live mit unserem kaputten Reeltuch. Ja, mit unserem Was Restenboot. das passiert, wenn du Sachen zurückbringst? Da ist schon so nett, weißt Ja, und da geht wieder alles kaputt hier. Gut, man kann es natürlich ausprobieren. Ich springe einfach mal rein. Ja, Oder ich gibt es stelle jetzt ein das. Buch? Ich glaube nicht. Ich habe kein Buch gesehen in der Hütte. Ne, gibt kein Buch. Also springt man einfach mal rein oder läuft Das man heißt, wir einfach mal. werden auch nicht beide da reinkommen. Wir müssen das getrennt machen. Aua. So, das war's, Spiel vorbei. Ende. Bis. Ende. Kommt mir bekannt vor, die Gegend. Durchaus. Wir sind aber an einer anderen Stelle rausgekommen. Ja. Richtig. Und irgendwie scheint das auch. Naja, ich werde einfach mal das Klügste tun und einfach mal wieder zu dem Erdriss gehen. Da lief ja auch alles ab. Ja, ich laufe einmal um Pudding und guck mal, ob ich dann hier, beziehungsweise zu dem netten Herrn bei dem Trailer, wenn er überhaupt da ist, heißt es. Oh, das Windrad dreht sich immer noch. Es muss ja irgendeinen Sinn haben, ne? Ich frage mich, wie der hier überleben will. Ich sehe hier keine Farm, die er angebaut hat, oder keinen Wasserbrunnen. Also. Und sind die Reifenspuren. Oh. Ich darf jetzt natürlich nicht spoilern, das ist sehr uncool fürs Video dann. Ja, genau. Doch, eine gewisse Sache kann ich spoilern, und zwar, du kannst nichts. Wer hätte das gedacht? Ohne mich wärst du immer noch dabei. So, der Typ beim Trailer. Wahrscheinlich ist nur noch ein Skelett oder so. Verhungert. Auf jeden Fall. Na gut, der Typ ist auf jeden Fall nicht da. Und hier schwirren Fliegen rum. Ja, hier schwirren Fliegen rum. Aber hier ist eine. Oh, Rail-to-Seite. Ja, eine Rail-to-Seite im Lagerfeuer. Die hatten wir, glaube ich, zu Anfang. Oh. Gucken. Nee. Also komplett haben wir es schon. Das heißt, man müsste auch theoretisch wieder hier rauskommen. Ohne großartig. Aber schauen wir mal. Da ist die eine. Okay, hier läuft noch alles. Ja, irgendwie ist ja auch noch nicht dieses, wo bist denn du gerade? Ich bin jetzt im Gebäude. Da, wo dieser Projektor ist, oder? Ja, da ist ja noch dieses grüne, der grüne Knopf, wo die Seite aufflackert. Das muss ja auch noch irgendwie zu kriegen sein. Ja, ich drück mal drauf. Ja, wo die Seite aufflackert, richtig. Mal gucken. Ach, da muss ich jetzt wahrscheinlich wieder. Oder? Ah, ne, so. Once again, the stream in the cleft has begun to flow. It was dry for so long. The water is flowing in from the desert. The storm is coming. Have you heard of the city? The deep city, the ancient Uru?
where there was power to write worlds. For thousands of years, the city lived beneath the surface. Keeper of the secret, keeper of the power, keeper of the ages. Always keeping. Ich guck mir gerade nochmal das Hologramm an. Irgendwie fehlt was. Ich meine, das hat. Nee, ich glaube, die weiß nicht, in der Höhle, da waren doch auch Zeichen, oder nicht? Man erkennt es wieder. Ja, hier sind einige Steine. Ja, ich gehe noch mal in die Dingshöhle rein. Das ist, ich glaube, wir haben da was übersehen. Weil in der Höhle, wo die mit den Pöllern, da waren nämlich auch Zeichen. Auf dem Boden. Wenn dich dran erinnerst. Durchaus, ja. Ja, ich glaube, die sind da nicht umsonst, oder? Ich gucke mir das mal eben noch mal an. Ja, das werde ich, glaube ich, auch mal kurz. Aua. So, dann müssen wir meinen künstlichen Zeichenfähigkeiten frönen, also die nicht existenten. Ja, ich muss mal, eben noch mal gucken, ob ja, das nicht sogar umdrehen kann. So. Ach, dieses Umschalten von Third Person auf First Person. F1. Ja. Wenn nicht? Ja, doch. Ja, also. So, dann ist das nämlich oben und das ist unten. Da muss ich nämlich mal gucken, das nämlich nochmal ändern kann. Dieses Schwertsymbol kommt dann nämlich dann nach unten hin. Das. Oh, okay. Oh yes, not in the need, they won't understand. Okay, das ist dasselbe in grün quasi. Dann werde ich mir das auch nochmal angucken. Also zurück zum Rail 2. Und dann der schnellste Weg geht ja wahrscheinlich über die das grüne, zweite Buch. Nur das zweite eigentlich. Also gut, das hast du nicht, das ist so. Für dich dann über das grüne wahrscheinlich. Ja, ich über den zweiten, wenn du da die letzte Hand hast, dann bist du ja direkt am Ausgang. Ja gut, da, klar. Da ist ja dein Pilz-Age quasi, meinst du? Mhm. Ja, ich muss ein Stück laufen. Das reicht aber auch. Das macht nichts. Und öffnen. Oh. Ja. Das kann man sich jetzt natürlich aussuchen, wie man will. Ja, aber immerhin, weil ich glaube, da gibt es mehrere Zeichen wie nur vier. Auf dem Boden sind nur vier. Ja, aber ich meine auf dem Hologrammprojektor, da kannst du, glaube ich, mehr. Da gibt es auch nur vier. Nee, ich meine, die Reihenfolge wird interessant. So, nimm mal wieder ein Blatt Papier. Oldschool.
Oldschool. Hast du kein Tablet? Nee. So. Ach, das ist jetzt, das ist echt kacke, ne? Ich muss halt, ich habe einen Kater auf dem Schoß, muss jetzt zeichnen und gleichzeitig. Doof. So, würde ich sagen. Doof. Das hier hin. Oh Gott, ich kann so schlecht zeichnen. Oh Gott. Willkommen im Club. So, der ist da, der nächste. Wäre dieses. Oh, nee, na guck nach unten. Schlangen-S. Das. Das habe ich zum Beispiel gar nicht. Dieses Schlangen-S? Ja, das habe ich nicht. Doch, das ist auf dem Boden vor dem Pöller. Nee, ich habe dieses Symbol nicht da. Ich habe so einen Kreis mit drei Strichen, drei oben, mit einem kleinen Kreis noch drin. So ein, ja, quasi richtig. So ein Nordseefisch mit so einem Kringel in der Mitte. Und so zwei Klammern oben und unten. So eine. Ja, so ein Kreis in Anführungsstrichen mit einer Schale drin, mit vier Strichen vertikal und so ein Fadenkreuz mit einem Kringel. Ein eckiger Kringel. Also das, so sieht das so, bei mir die aus. Vier. Die vier habe ich jetzt. Ja, mal gucken. Mal gucken, was daraus wird. Wahrscheinlich explodiert dann das ganze Universum. Plom. Und wieder in die Welt gefallen. So, F1. Ja, Kater, das ist ein Blatt Papier. Alto Belli. Ja, also hier ist es, ich muss ja sagen, das ist extrem. Wenn man sich mal wirklich wachen Auges das anguckt teilweise, ne? Hm. Sehe ich zum Beispiel jetzt hier auch einen Gegenstand aus Riven. Das ist cool. Ja. Obwohl ich jetzt nicht weiß, wer eigentlich diese ganzen Zeitalter geschrieben hat. Oh, 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 laggy. So, dann sind wir da wieder. Und jumping. So, dann wollen wir mal gucken. Also, wenn wir. Uru again. Wenn wir das mal so eintragen, wie ich das da gesehen habe. Obwohl die Reihenfolge ja, glaube ich, sogar recht uninteressant ist wohl. Könnte das natürlich. Müsste das so sein. Oh, ja, es geht. You've returned to the cleft through the fissure. You swam among the stars and saw the remnants of previous journeys. You have returned and the pillars were returned. And now one more of the Barrow, the least, has been returned to Denis. You don't need to understand what that means. Only that the hand of the Maker has set it in motion. Now the circle is complete and the tree has begun to grow again. The path is now open, and so the symbol of the journey must change. Now the beginning is tied to the end. Now you can go where you wish. The restoration of Denis awaits. The deep city breathes. Uru again. And I will be concerned with other things. The least are becoming greater. They will now also affect the restoration. Perhaps not the way others had planned.
Denis. The great writers of worlds were infected with pride that became a cancer. It grew quietly beneath the surface, but it grew until Denis could live no more. But those things have been told. You understand it well, I think. Let us end this cycle with rewards before we start the next cycle. Relto, the high place. Your age now. It was the first age I wrote, a gift for my parents, and now much more. It reminds me of another home, another place. I even placed the library in the place it belongs. But Relto will change. It will be your soul, showing what you are. Only I could write Relto. It's beyond what the Denis could accomplish. Keep it. And I've given you clothing that represents your journey. Wear this to show others what side you've taken, when sides are taken. When you wear it, you will tell all that you side with us. With Yisha, with the Barro, it will not always be easy. And another gift is here, a link to the cleft here in Tomana. You haven't been able to return here, but now you can. This book will take a special place on your shelf. This place is not meant to be shared. Return here alone when you wish to remember the cycle of things. Oh ja. Die hat's ganz schön drauf. Ja. Jetzt haben wir das mit der Seite aber immer noch nicht. Ah, okay. Geht weiter. Returning. One final gift. Something that no Denis writer has been able to do for more than 10,000 years. I alone can write this gift. I alone am chosen to do this and more. This gift is what my father Atrus would have longed to give his grandmother Tiana. What Tiana longed for and danced for. The gift of life in the desert. Perhaps the ending has not yet been written. Warum haust du jetzt ab? Vor allem geregnet's, ne? Ja, ja. Okay. Krieg ich jetzt vielleicht, weil das Ding blinkt jetzt? Ah. Regen, okay. Gut, jetzt kann ich das also auf meiner... in meinem Railtour regnen lassen. Ja, ich würde dir empfehlen, die Leiter zu benutzen. Warum? Ja, nicht einfach in dein Railtour zurückgehen, das ist ziemlich bescheiden. Ah, ich wollte mir das oben ja sowieso nochmal angucken. Ja, richtig. So, klettern wir da mal rauf. Oh. Okay. Creepy. Okay, es regnet. Und Blumen wachsen. Jo. Gucken, ob der Kollege an... am Trailer wieder da ist. Der ist komplett weg. Interessant. Nimm das Hawaii-Hemd.
Ja, ich habe das aber eben genommen. Ja, Hawaii-Hemd, ey. Ja, damit sind wir hier durch, würde ich nur sagen. Ich laufe nochmal um den Block hier. Aber schön, schön, dass es regnet. Ja, im Regen regnet es jetzt auch. Also weit bin ich noch nicht. Nicht? Also, sie hat ja quasi uns schon unsere nächste Aufgabe mitgeteilt, ne? Hat sie das? Ja, hat sie. Müssen alles. Wir haben den Cycle haben wir ja geschlossen jetzt. Es regnet in der Wüste und Leben und so, ja. Ja, den Cycle haben wir geschlossen. Wir dürfen zurückkehren zu der Wüste jetzt. Das heißt, wir haben ja ein neues Buch jetzt wohl. Und wir werden wohl in den nächsten Zeitaltern auch wieder Symbolkombinationen, denke ich, finden für die Hologramm. Weil sie sagte ja, wir sollen dann halt zurückkehren, wenn wir was über den Ding jetzt wissen wollen. Gehe ich mal ganz schwer von aus. Aber so wirklich einen Ansatzpunkt, was man jetzt machen soll, haben wir nicht. Nö, jetzt ist Free Roaming quasi. Free Roaming. Ja. Yeah. Na, was ist mit dem Skelett los? Dein erwacht er wieder zum Leben? nö. Bist du über dein Buch oder bist du über den normalen Weg zurück? Der normale Weg zurück. Ja, der normale Weg geht ja durch den Baum, wenn du so willst. Ich bin übers Buch gegangen. Ah, ich gehe dann mal hier über den Baum zurück. Wenn das geht, heißt es. Wenn es geht. So ein Sauwetter hier. Sauwetter, sagt er. Vorhin war es noch schön. Jetzt ist Sauwetter, kannst du dich mal entscheiden? Ja, es regnet, ne? Ja, richtig. Sie ich haben hab es mal Hawaii dann. It's raining water. Halleluja. Aber immerhin ein Hawaii-Hemd, ne? Ja, äußerst typisch. Obwohl sie sagte auch ja, was, dass sie uns auch, dass wir auch Klamotten gekriegt haben von ihr. Ja, also so wie es aussieht, wenn ich das so interpretieren soll, dann hat sie die meisten Zeitalter dann doch created und hat das auch ein erstes neues Hemd. Neues Hemd. Gut. Ich denke mal, das sind so diese Benefits, die ihr jetzt kriegst, wenn du Zeitalter beendet hast, dass du oder jetzt überhaupt Zeitalter durchführst. Waren wir hier schon? Ja. Okay, aber wie komme ich jetzt hier wieder raus? Es gibt kein Zurückbuch hier. Haha. Ne, gibt's nicht. Der muss über dein Buch gehen. Das war ja, in dem Baum war ja dann... Oh, stopp, was war das? Nee, war nix. In dem Baum war ja nur die eine Reldu-Seite dann noch, ne? Ja. Laufen wir nochmal um Pudding hier zu der anderen Seite hin. Ich glaube nicht, dass da noch was ist. Sieht nicht danach aus, ne? So, ich begebe mich dann nirgendwo hin, weil wir auch gleich schon wieder bei unserer Zeit sind. Ja, richtig. Ich gucke nochmal hier. Das nächste Mal wäre dann schon mal vorweggenommen, dass wir uns im Social-Bereich treffen und da dann gucken. Da gibt es ja auch so ein kleines Bücher-Emporium da mit den, genau, wo man zum Nexus kommt, wo man das Key bekommt und da ist ja noch irgendwie noch zwei Seiten. Da werden wir wahrscheinlich dann noch in einen anderen Social-Bereich reinkommen. Höchstwahrscheinlich. Oh, da, das, okay, das
Ja, das Spaltbuch ist jetzt da. Ja. Das, was sonst sogar keiner hat, verteile es nicht. Genau, wir haben jetzt zwei verschiedene Welten. Einmal regnerisch und einmal Sonnenschein. Das ist cool. Jo. Ja, im Relto regnet es. Auch der Spalt ist weg. Das ist ja kacke. Ach, verdammt, das hat doch so schön... Ja, die Wüste ist ja jetzt trotzdem da. Ich wundere mich, dass die Pöller aber auch hier bleiben, ne? Und nicht verschwunden sind. Pöller? Ja, die Sockel hier. Ja, die Sockel sind da ja, richtig. Ja, vorher war es aber auch nur ein Sockel. Das war nämlich das mit der Wüste. Der war ja dann auch weg und dann kamen die vier. Ja. Hätten sie die ja auch jetzt eigentlich hätten jetzt so verschwinden können, so puff weg. Ja, ich denke mal, dass unser Rail-Tour, wir können wir wahrscheinlich dann noch weiter aufbohren. Ja, gehe ich auch stark von aus. Sagte sie ja, dass es da noch mehr gibt. Ja. Sie hat das Rail-Tour ja geschrieben, sonst konnte es keiner, bla bla. Ja, es ist upgradefähig. Ja, es spiegelt deine Seele wieder. Ja, regnerisch, ja. Das passt. Regnerisch und traurig. Oh. Na gut, dann soll das das auch wieder gewesen sein für Uhu Live. Online, live, online. Gedöns. Again. Und ja, dann das nächste Mal werden wir uns dann im Social-Bereich, wie gesagt, ein wenig umschauen und dann dort mal ein wenig die Zeitalter plündern. Danke fürs Zuschauen und einen besonderen Gruß an diesem Ende noch an Johannes. Ja. Dem absoluten Mist-Online-Zuschauer, den ich habe. Der guckt sich wirklich, der guckt sich alles an. Dem ist halt vollkommen egal, wie beknackt er ist, der guckt sich das an. Ja, dann nochmal an dich. Danke, Johannes. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, tschüss.